Nicht wie sonst Wasser, sondern kostbarer Gerstensaft floss aus dem Bierbrunnen. Spendiert von einer Brauerei, kostenlos für jedermann, natürlich auch für die Punker. Und die machten reichlich Gebrauch von dem günstigen Angebot. Dennoch, die große Randale blieb aus. Lübecker Hopfen hat eben eine beruhigende Wirkung. Und sein Ruf eilt ihm voraus. Ich komme aus Bad Ems und das ist die Perle des Lahntals. Die Lübecker Bürger sind zu 50% in Ordnung, weil die uns annehmen, so wie wir sind und so. Und wir, solange wir nicht angegriffen werden, machen wir auch keine Randale. Ja? Ich bin zu stark. Tja, ja, vor allem mal so ein bisschen Abwechslung hier. Die ganzen Jahre vorher war das so eine Trinkerei hier, standen hier und keiner traute sich so recht, hier was zu unternehmen. Aber dieses Jahr ist so ein bisschen ganz was Lustiges, Abwechslung, würde ich sagen. Auch die 200 Polizisten aus ganz Nordrhein-Westfalen brauchten kaum einzuschreiten. Und so mancher Beamte verlor deshalb jede Berührungsangst. Doch es gab auch kritische Stimmen zu den Punkern. Ein besorgter Lübecker Bürger meinte, dass man da erstmal vernünftige Leute draus machen soll. Was heißt das? Sicherlich ist es ja ein öffentliches Interesse dran und das stört ja die Öffentlichkeit so ein bisschen. Man merkt das ja hier, wenn man mit den Leuten spricht. Die Punker jedenfalls ließen sich die Stimmung nicht vermiesen. Bei Beatles-Klängen übertrafen sie das Temperament der Lübecker deutlich. Die Lübecker sind schon gespannt, was beim nächsten Bierbrunnenfest auf sie zukommt. Und die örtliche Brauerei dürfte ein paar Stammkunden dazu gewonnen haben. So können eigentlich alle ganz zufrieden sein.